Ja, ihr habt richtig gelesen, PvP in Genshin Impact und zwar sehr, sehr fair. Ich meine, wir hatten vor kurzem gerade die Diskussion, ist Genshin Impact mehr Pay-to-Win? Wird es mehr Pay-to-Win? Wie sieht es mit dem neuen Event aus? Aber dieses neue Event ist definitiv fair für jeden. Und zwar zu fair, weil dieses Event gab es schon mal und vorher konnte man schummeln. Jetzt kann man es nicht mehr. Aber bevor wir mit dem Video starten, Leute, fragt euch bitte nicht, warum meine Frisur aussieht wie von einer Oma, sondern ich möchte kurz diesen Moment nutzen und mich bei euch bedanken, Leute. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Wirklich. Danke. Dankeschön. 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 Ja, doch. Wir wurden von MiHoYo als Content Creator akzeptiert. Wir haben auch eine Box bekommen. Nein, jetzt kein Spaß mehr, Leute. Kein Spaß mehr, nie wieder. Nie wieder im Leben, okay? Hört auf. Nein, jetzt Spaß beiseite, Leute. Wir haben wirklich eine Box bekommen und ich freue mich mega. Lasst uns die doch live on stream aufmachen. Nicht nur Hai und Sonius haben sogar eine bekommen. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass Remus keine bekommen hat bis jetzt. Ich hoffe, er bekommt noch eine und Kaizen, weil die beiden haben wirklich sehr, sehr viel für Genshin Impact Germany getan. Germany. Deutschland, ihr wisst. Und ja, ich fände es halt einfach nur schade, wenn einige was bekommen und die anderen halt nicht. Aber diejenigen, die es bekommen, öffnen es live on stream, so wie wir heute Abend. Wisst ihr, was wir heute Abend noch machen? Das Versteckspiel spielen mit Hai und Sonius. Und was für euch dabei rausspringt, Primo Gems, erfahrt ihr in diesem Video. Wisst ihr, was richtig krass Giga ist? Gigax. Weil Gigax zeigt uns jetzt wieder die nächste Runde vom Versteckspiel. Dieses Event ist wirklich das einzige PvP-Element, was wir wirklich als PvP in Genshin Impact haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es wieder stattfindet. Windflucht nennt sich das Ganze. Ihr müsst nur ganz kurz mit Catherine sprechen und danach könnt ihr schon in Mondstadt mit Gigax sprechen und direkt in die erste Runde Versteckspiel. Aber es gibt diesmal ein paar Besonderheiten. Und gerade für diejenigen, die dieses Versteckspiel zum allerersten Mal sehen, und sie fragen, was muss ich denn nun tun für diese Primo Gems? Hört, hört. Unter Aktionen werdet ihr jetzt Windflucht finden. Ihr seht jetzt hier Spielvorschau, da könnt ihr raufklicken. Da seht ihr die verschiedenen Maps. Also es gibt verschiedene Regionen von der Karte, die dann nochmal eingeschränkt sind. Ne? Also es gibt nur eine gewisse Range, in der man sich bewegen kann. Und das Spiel ist so aufgebaut, dass es einen Jäger gibt und drei Rebellen. Die drei Rebellen versuchen bis zum Schluss sozusagen nicht von dem Jäger gefasst zu werden. Und der Jäger versucht halt natürlich die drei Rebellen zu fangen. Wenn ihr hier auf Regeln im Detail geht, dann seht ihr verschiedene Stichpunkte und danach hinten noch eine Währung mit den entsprechenden Punkten. Prinzipiell, ihr könnt euch das durchlesen, aber wirklich prinzipiell müsst ihr einfach nur das Spiel spielen und je nachdem, ob ihr jetzt gefangen wurdet oder halt nicht oder halt jemanden fangen konntet und sonst was, dann bekommt ihr mehr oder weniger Punkte. Aber ihr bekommt immer Punkte für jede Runde, die ihr spielt. Es gibt allerdings noch ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst, bevor ihr das Spiel überhaupt starten könnt. Zum einen, ihr müsst Abenteuerrang 20 erreichen. Zum anderen braucht ihr die Teleporter in den entsprechenden Gebieten. In denen hier. Also, okay? Also in den Regionen braucht ihr erstmal die Statue der Sieben freigespielt. Weil solange die Regionen auch auf der Karte frei ersichtlich sind, ne? Sozusagen, dass ihr jetzt hier diese Region sehen könnt, das liegt daran, dass ihr hier bei dieser Statue der Sieben wart. Sofern ihr das gemacht habt, dann ist eigentlich alles gut, okay? Dann könnt ihr auch auf dieser Karte mitspielen. Ansonsten gibt es noch ein Limit, 1200 Punkte am ersten Tag und das Ganze steigert sich dann 1800, 2400, bis zu 6000 am Ende. Und prinzipiell geht ihr dann einfach nur zu Gigax, indem ihr einfach nur zum Spiel klickt, ne? Teleportiert euch nach Mondstadt, geht dann zu ihm und sprecht ihn an und startet eine Runde mit komplett wildfremden Leuten. Fragt mich bitte nicht, warum ich andauernd mit irgendwelchen russischen Genshin-Kollegen hier gepaart werde. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist meine Leitung hier wirklich näher an Russland als an Deutschland. Wie läuft dieses Versteckspiel ab und warum hat sich da etwas geändert? Also, zunächst einmal, wie es überhaupt abläuft. Jäger oder Rebell? Es gibt nur zwei Rollen, ja? Und wenn ihr halt mit euren Freunden regelmäßig spielt, dann werdet ihr merken, mal seid ihr Jäger, danach seid ihr Rebell, Rebell, Rebell und danach seid ihr wieder Jäger. Also ihr könnt es auch im Koop spielen, in einer Truppe, so halt mit ausgesuchten Freunden oder halt, weiß ich nicht, mit Fremden halt, wie gesagt. Ne? Aber ihr werdet mal Jäger sein und mal Rebell. Das Ganze ist so ein bisschen ausbalanciert. Ihr seht jetzt hier, wenn ihr auf dem Reiter Jäger seid, mysteriöse Vorahnung, Gefangen und Jagdinstinkt. Bei der Vorahnung könnt ihr unterscheiden. Ihr könnt das selber aussuchen, welche Fähigkeit ihr gerne. Mysteriöse Vorahnung ist, dass ihr dann für eine kurze Zeitspanne, quasi so mit dem Elementarblick, die Spuren von euren Feinden sehen könnt als Jäger. Die zielsuchende Aura hingegen ist, wenn ihr in einer Region etwas gesucht habt, aber niemanden gefangen habt, also keinen Rebell gefangen habt, aber die Person doch schon irgendwo so in der Nähe ist und in den letzten 5 Sekunden irgendwelche Anzeichen von sich gegeben hat, dann entsteht ein Ausrufezeichen über eurem eigenen Kopf. Also ihr wisst, ihr seid sehr, sehr nah an euren Feinden. Bei Fangen, das ist halt eine Fähigkeit, wie man einfach nur die Gegner fängt. Das hat einen kleinen Cooldown und ich glaube, ihr könnt 2 oder 3 oder sowas hintereinander aktivieren. Aber achtet immer drauf, ja. Es kann auch der Moment sein, dass jemand gerade wegläuft und euer Fangen sozusagen einfach
nach einem Cooldown ist und danach ist er weg. Und ne, also achtet drauf, spammt das nicht nur, sondern benutzt es immer nur dann, wenn ihr wirklich wisst, dass ihr auch jemanden fangen könntet. Beim Jagdinstinkt könnt ihr zwischen drei verschiedenen Fähigkeiten aus. Jagdinstinkt an sich, markiert einen beliebigen Rebellen und zeigt euch damit, wo diese Person ist. Eine Besonderheit, Rebell darf sich in der Zeit auch nicht tarnen. Also ihr werdet ihn, sofern er nah genug ist, die ganze Zeit sehen. Also die Chance ist sehr, sehr hoch, dass ihr dann somit jemanden fangen könnt. Röntgenaugen ist ähnlich, allerdings zeigt euch das nur die aktuelle Lokation von den anderen Rebellen an. Einmalig. Die könnten sich aber danach dann nochmal bewegen. Vorteil, ihr seht alle. Nachteil, ihr müsst euch entscheiden, zu wem ihr halt gehen wollt. Ansonsten gibt es noch eine weitere Besonderheit, die geht auch noch auf eine einzige Person. Das ist so ein Versteinerungsfluch. Und somit könnt ihr dann von irgendeinem beliebigen Rebellen die Tarnung auffliegen lassen, aber zudem macht ihr diesen Rebellen auch noch für kurze Zeit bewegungsunfähig. Das ist natürlich richtig krass, wenn ihr gut seid im Jagen und danach am Ende nur noch ein Rebell übrig ist, ne? Ist ja noch schwerer, dann den zu fangen. Dann würde ich natürlich eher sagen, okay, zack, das. Wenn ihr sagt, ich bin eh nicht so gut im Suchen und sonst was, würde ich euch empfehlen, Röntgenaugen zu. Bei den Rebellen ist es eigentlich ein bisschen leichter konzipiert. Ihr könnt euch zum einen unsichtbar machen durch Durchsichtigkeit. Oder ihr benutzt die Ködertaktik. Damit werft ihr einen Köder. Das, falls ihr euch selbst auch getarnt habt, weil ihr könnt euch selber auch in einen Gegenstand verwandeln, dass dann dasselbe Aussehen hat wie euch. Also wenn ihr eine Lampe seid, werft ihr auch eine Lampe, um dann den Jäger halt damit zu ködern. Ich persönlich finde aber die Unsichtbarkeit ist ein bisschen besser, weil, wenn es drauf ankommt, könnt ihr euch für kurze Zeit unsichtbar machen und danach noch ganz schnell den Jäger irgendwie verarschen, indem ihr dann doch noch in eine ganz andere Richtung rennt, ne? Tarnung habe ich eben schon, angesprochen. Ihr verwandelt euch in einen Gegenstand. Denkt bitte daran hier, dass ihr, wenn ihr diese Fähigkeit öfter benutzt, auch den Gegenstand ändert. Ja, wenn ihr zum Beispiel ein Fass seid, auf einmal auf dem Dach, das eigentlich gar nicht wollt, ne? Dann tippt nochmal die Fähigkeit an und ihr könnt euch in eine Lampe verwandeln. Sternensauser! Also, Sternensauser ist das. Sternensauser bekommt ihr, wenn ihr sozusagen die Gunst auf der Karte euch schnappt, dann bekommt ihr als Rebell eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Und zwar für 30 Sekunden. Das ist richtig krass gut. Ja, also es lohnt sich auch für Rebellen, auf diese Gunst zu gehen. Übrigens nochmal an der Stelle, die Gunst braucht ihr auch, um hier diesen Jagdinstinkt, was so krass overpowered ist, diese Fähigkeit, ne, überhaupt zu bekommen. Das heißt, nach einer gewissen Zeit fliegt so ein Kristall, so ein leuchtendes Etwas runter und das nennt sich Gunst. Wenn der Jäger es schnappt, bekommt er eins der ausgewählten Fähigkeiten, ne? Wie gesagt, im Vorfeld auswählen. Und als Rebell werdet ihr schneller. Also ihr könnt auch den Jäger richtig krass ärgern, indem ihr, wenn ihr zufälligerweise nah bei der Gunst seid, ne, oder ihr geht richtig all in, schnappt euch die Gunst und seid sowieso 30 Sekunden schneller als er. So hat er dann nicht die Gunst bekommen, konnte niemanden aufdecken, hat euch eventuell gesehen, weil er zur Gunst gehen wollte, aber ihr seid trotzdem schneller und konntet entfliehen. Also ich finde, das Spiel ist wirklich super, super lustig. Und apropos super lustig, heute Abend on Stream spielen wir das auch live mit HiXDo und mit Sonios. Das Wochenende, Leute, machen wir genauso weiter. Wir spielen es mit der Community und wir spielen es auch mit anderen Streamern und Streamerinnen. Ich freue mich wirklich sehr. Mir macht dieses Event extrem krass viel Spaß. Und ich wünschte so sehr, es würde frequenter kommen. Also nicht nur einmal alle 6 Monate. Einmal im Monat wäre perfekt dafür. Er wäre wirklich perfekt. Ja, so viel zu dem wundervollen Versteckspiel, Leute. Ich hoffe, ihr habt die Regeln so ein bisschen verstanden. Ansonsten spielt ein paar Runden, ihr werdet da schon reinkommen. Und macht euch nicht verrückt, dass ihr nicht jede Runde gewinnt, okay? Weil ihr bekommt trotzdem eure Punkte. Und ihr könnt jetzt sehen, ich habe eine Runde gespielt gehabt, einfach nur, um mal das alles nochmal anzutesten. Und habe schon 560 Punkte bekommen gehabt als Rebell. Das ist schon verdammt viel. Ne? Das ist ein Drittel von dem zweiten Tag am Cap. Fast ein Drittel. Aber ich möchte eine Sache noch auf jeden Fall ansprechen. Früher war Mona krass overpowered in diesem Versteckspiel. Wegen einer besonderen Fähigkeit. Und mittlerweile hat diese Fähigkeit auch Ayaka. Und das ist die hier. Zack. Seht ihr das? Ihr könnt euren Sprint benutzen und den gedrückt halten. Und wie ihr sehen könnt, seid ihr nahezu verschwunden. Wenn man das dann in Regionen, wo Wasser war, gemacht hat oder wo man irgendwo sich wirklich drunter gestellt hatte, so, ne? Dann, okay, jetzt hier wäre es ein bisschen obvious, würde halt so ein bisschen bubbeln. Aber man war noch unsichtbarer als die kleinste Lampe, in die man sich verwandelt. Und das ist jetzt nicht der Fall. Aber ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Nur finde ich persönlich es schon schade, dass man Monas Sprint nicht aktivieren und deaktivieren kann. Weil manchmal würde man doch sehr gerne beim Sprinten den Charakter sehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. So viel zu dem heutigen Video, Leute. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns später im Stream. Bis dahin. Puh.